als kostümierend gefährlich angesehen. Stoppt ihn, bevor er jemanden verletzt. Es ist nur zu seinem Besten. Hallo Freunde, willkommen zu einer kleinen Vorstellung zur Abstimmung. Wir werfen heute einen kurzen Blick auf Dingenstar. Batman, genau, Arkham Asylum. Was ist bisher so passiert? Denn wir sind ja schon ein Stück vorangekommen. Der Joker ist ausgebrochen und hat sich praktisch ohne Widerstand wieder fangen lassen. Und wir starten unser Abenteuer, als wir Joker zurück nach Arkham bringen. Er hat das Ganze allerdings genutzt, um was zu organisieren. Und zwar das Blackgate-Gefängnis. Da ist ein Feuer ausgebrochen. Und die Insassen des Gefängnisses wurden hierher verlegt, nach Arkham. Das heißt, sämtliche Gefolgsleute des Jokers sind dadurch hier. Und Harley hat den Chef der Anstalt gefangen genommen, seine Zugangscodes und alles. Und dementsprechend hat Joker jetzt die ganze Kiste unter Kontrolle, ist hier auf freiem Fuß. Und Batman ist jetzt quasi alleine hier drin, um für Ordnung zu sorgen. Und da sind wir eben und schauen mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und das Ganze versuche ich möglichst zu schleichen. Das heißt, so wenig Alarm auslösen wie möglich. Das ist die große Stärke von Batman, gar nicht erst gesehen zu werden. Irgendwie hatte ich es gehofft, ja. Mal sehen, wie du dich so schlägst. Hat ein bisschen was von Spider-Man, wie er da so hin und her schwingt. Aber ich verspreche euch, es ist Batman. Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los! Das Spiel ist inzwischen schon ein paar Jahre alt. Alles in allem hat sich grafisch aber ganz gut gehalten, wie ich finde. Alles klar, damit hätten wir die schon mal aufgeschalten. Du hast schon wieder gewonnen, Fats. Genieß es. Ich krieg dich das nächste Mal. Darauf freue ich mich schon, Joker. Probier's ruhig. So, lass mal gucken. Wir machen hier ein bisschen lauter. Das nehmen wir mal mit. Das war aus der Zeit, als sie noch Harleen Quinn selber, Psychologin. Dann hat sie eine Fortbildung gemacht beim Joker und dann war sie Psychopathin. Naja, Genie und Wahnsinn liegen ja immer ziemlich dicht beisammen. Überall Hacking-Equipment und ja, Dinge.
Detektiv an sich, so kann man verschiedene Dinge vielleicht ein bisschen leichter finden. Und der da vorne, den haben wir verfolgt. Wenn wir uns hier umgucken, dann sehen wir da solche Spuren, diese Wölkchen da vorne. Das ist Alkohol, den er ausgeatmet hat. Er hat Commissioner Gordon entführt, im Auftrag des Jokers. Er gehörte zum Sicherheitspersonal hier. Und ja, er ist ein bisschen alkoholsüchtig, trinkt ständig Whisky und so. Und Batman mit seiner Supertechnologie hat diese Spur genutzt, um ihn zu finden. Und unser erstes Ziel ist es eben, Commissioner Gordon zu befreien. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Nicht so toll. Für ihn jedenfalls. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Ja, ich bin es. Edward Nigma, der Riddler. Und viel wichtiger, der intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Das war auch wirklich schwer. Gudi, Riddlers Herausforderung. Wir haben schon 8 gesammelt. Ich habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. Nicht schlecht. Ich bin hier drüben, Batman. Keine Sorge, das ist auch ein Spiel, das ist nicht nur ein Film. Aber am Anfang wird man halt ein bisschen mit Story erschlagen. Hätte ich das jetzt von Anfang an gespielt, hätte ich mich eigentlich zurücklehnen können und eine halbe Stunde lang nur die Videosequenzen laufen lassen. Und so haben wir wenigstens ein kleines bisschen was zu tun. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. 2 meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Das sagt man nicht, auch wenn man es meint. Ich passe auf Maria auf. Das verspreche ich. Du hattest dich hier eingeschlossen. Er war bei dir. Du lebst noch. Du bist bewaffnet. Und jetzt willst du auf seine Frau aufpassen? Ja. Läuft. So, Upgrades. Wenn wir Fähigkeiten einsetzen, Kombos machen, so ein Zeug, kriegen wir Punkte. Das habt ihr oben links vielleicht gesehen. Mit diesen Punkten können wir Technologie und weitere Fähigkeiten freischalten. Das hier würde mich zum Beispiel interessieren. Den würde ich sagen, nehmen wir gleich mal mit. Hilft uns ein bisschen, Leute auszuschalten, ohne dass wir direkt bemerkt werden. Je mehr dieser Fähigkeiten wir richtig schön miteinander kombinieren, desto mehr Punkte kriegen wir für Kombos und ähnliches. Ein Versorgungskorridor. An manche Trophäen kommt man jetzt noch nicht ran. Allerdings könnten wir das zum Beispiel mit Sprengstoff später öffnen. Und dann solche Riddler-Trophäen mitnehmen.
Wenn man alles einsammeln will, ist mich hier eine ganze Weile beschäftigt. Entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab was ausgelassen. Hier ist Joker! Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter, Wachen oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich! Ja. Finde ich super. Wenn ich mir das aussuchen könnte, wäre es die Milliardärsvilla. Wir sind gerade eh nicht zu Hause und Alfred kriegen wir da raus. Er ist sehr stark und gerade ein bisschen angefressen wegen der Situation hier. Deshalb verbiegt er diese dicken Stahlrohre mit links. Wir sind auf Arkham und hier sind Pflanzen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Vielleicht sogar zu Recht. Weil eigentlich habe ich nichts gegen Ivy. Nur will ich halt auch nicht unbedingt gegen sie kämpfen. Klasse Grünzeug. Gartenarbeit ist mir zuwider. Wir waren eigentlich schon ziemlich tief drin im Sicherheitstrakt und so ein Zeug. Warum wir jetzt wieder im Freien sind? Ja. Zwei Gegner, zwei bewaffnet. Da vorne haben wir eigentlich ein paar mehr, würde ich sagen. Ah ne, das da hinten sind Gegner. Hier sind normale. Der Tunnel ist verschlossen. Keiner kann rein oder raus. Alles cool. Nichts ist cool. Joker ist unberechenbar. Seien Sie wachsam. Ja? Glaubst du, er kommt da lang? Oh Gott, sind die verloren. So, da drin haben wir eine weitere Riddler-Trophäe. So wie es aussieht. Eine Menge Glas. Und eines dieser Sicherheitstore hier, wo man nicht so leicht durchkommt. Da werde ich wahrscheinlich eine Hacking-Fähigkeit brauchen. Diese Sicherheitsterminals hier, die sind von Wayne Industries gebaut und Lucius Fox hat die Systeme da entwickelt. Das heißt, irgendwie mit genug Technologie und Ausrüstung kommen wir durch diese Sicherheitsdinge auch durch. Wie gesagt, zu Beginn des Spiels noch nicht unbedingt. Schauen wir mal weiter. Beim Turm da oben sehe ich natürlich so einen Lüftungsschacht. Es wäre natürlich schön, wenn ich da rein könnte. Arkham Mansion. Na, da bin ich mal gespannt. Joker ist wieder frei. Nicht mehr lange. Na dann. Gut, das scheint also nur ein Ausgang zu sein. Ja.
sieht nicht so aus, als könnten wir hier richtig viel machen. Also gleiten wir eine Runde. Das Batmobil-Sensoralarm. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Alles klar. Das heißt, unser nächstes Ziel wird es dann wohl sein, da vorbeizuschauen. Hier über die Brücke, würde ich sagen. Den Botanischen Garten. Lassen wir erstmal bleiben. Beschütze das Batmobil. So, wo haben wir? Da hinten drin haben wir. Ja, das wäre so einfach. Ich kann nicht glauben, dass Sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Ja, also wir haben Jackson nicht getötet. Das waren dann wohl eher die Arkham-Leute. Das ist Batman! Schon seit ich hier bin, wollte ich mit der Fledermaus allein sein. Der Typ hat sich von diesem Gebäude in Bock umbaumeln lassen. Gut. Schnellfeuergeschichten, nicht so nett. Aber auf die Art kriegen wir sie. Hatte ich vergessen, dass sie bewaffnet sind. Ein bisschen was können wir ab, aber eben nicht alles. Wir sehen. Es gibt einen Vorrat an Explosivgel im Kofferraum des Batmobils. Im Kofferraum hat das Ding auch. Oh. Zum Glück sind wir ein Milliardär, das hat auch keine Versicherung. Warnung, Explosionen können Umstehende verletzen. Nee, wirklich. Das ist ja wie... Achtung, Sauerstoffmangel führt zur Atemnot. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Rangelei. Umgebung Batmobil. Da haben wir Reifenspuren. Ich glaube, die führen eher hierher als hier weg. Das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Nikotin. Ziemlich viel Tabak dabei. Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Ich hätte gesagt, wir haben drei Pfeifen gefunden, aber in die sind keine Initialen eingeritzt. So, bleibt die Frage, wie? Okay.
Dann haben wir das wenigstens. Gut, dann folgen wir mal der Nikotinspur. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. Ernsthaft? Wir wollen aber nicht, dass Umstehende verletzt werden. Natürlich gibt es hier jede Menge zusätzliche Rätsel des Riddlers. Da komme ich, glaube ich, nicht hin zum Sprühen. Was man später machen kann, man kann mit dem Enterhaken auch in solche schwachen Wände reinschießen und die rausziehen, die Wände. Und dann könnten wir uns da hinschießen mit dem Enterhaken, hochklettern, sind wir drin. Das geht im Moment aber nicht. Und ganz ähnlich auch mit diesem Gitter. Später mit dem Enterhaken greifen und das Gitter so rausziehen. Ist also noch Zeug für später dann. Die sind ruhig. Ich würde aber sagen, das können wir ändern. Die Federmaus! So viel zu der Geschichte. Baller gefällt mir gar nicht. Es würde sich eigentlich lohnen, permanent im Detektivmodus zu bleiben, aber da finde ich die Umgebung hässlich. Aber gerade für solche Suchen. So wie es aussieht, werden wir da wohl rein müssen. Sagt aber niemand, dass wir den Haupteingang benutzen. Man kann mit dem Sprengstoff natürlich auch Fallen bauen. Was ich ganz gerne machen würde, wäre zum Beispiel so einen Bumerang mit Sprengstoff nach vorne werfen und Kabauzi. Aber wenn sowas überhaupt geht, dann erinnere ich mich nicht dran. Ich will, dass alle Ärzte zusammengetrieben werden. Such das ganze Medizingebäude ab. Ich meine das ernst. Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Obwohl... Das klingt lustig. Okay, typischer Joker eben. Soweit so einfach. Jetzt sagt mir nicht, dieser ganze Aufwand hier ist nur für... Natürlich ist es das. Ich hasse den Riddler. Das lohnt sich schon mal. Da der Lüftungsschacht hier weitergeht, was auch nicht so ganz umsonst. Okay, solche Gänge mag ich eigentlich gar nicht.
nicht. Sei still und geh mit den anderen darunter. Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Hey, geh von mir runter! Ich werde dich töten! Ja, aber noch haben sie uns nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Irgendwo nach oben. Du bist ein Idiot. Verliere ihn nicht wieder. Besser wäre das. Ich nehme die Tür. Das ist ja schon mal was. Ich rufe Dr. Fledermaus. Ich rufe Dr. Fledermaus. Ist da ein Dr. Fledermaus im Raum? Er bewegt sich über uns. Er könnte von überall. Er ist weg. Ich habe ihn verloren. So, damit hätten wir zwei ausgeschalten. Aber die mit den Schusswaffen, das gefällt mir gar nicht. Lautlos ausschalten können wir die auch nicht mehr. Igitt. Okay, nochmal schaffen wir das nicht. Batman ist tot. Yay, er hat's geschafft. Hey, helf dem Fledermaus-Baby doch mal hoch. So nicht. Mission gescheit. Trauriges Schicksal. Aber... irgendwie musste das Video schließlich enden und warum nicht auf die Art? Okay, wenn ihr mehr davon wollt, die komplette Story, alle Gegner und die, ich sage jetzt nicht alle Rätsel des Riddlers und alle Sachen, die man finden kann, weil das ist ein typisches Sammelspiel. Das werde ich nicht schaffen. Aber vieles. Sagen wir es mal so. Dann müsst ihr in der Abstimmung einfach für Batman Arkham Asylum stimmen. Und wenn nicht, das ist auch nicht schlimm, es stehen schließlich nur tolle Spiele zur Auswahl. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Abstimmung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.